Hallo, ich möchte in dem Video kurz auf die Wechselkurse von verschiedenen Währungen eingehen, wonach ich immer wieder gefragt werde. Ja. Ich möchte das aber einrahmen, wenn ich hier über Aktien als Inflationsschutz rede und mir da Gedanken dazu mache, dann ist es gar nicht so wichtig, dass ich einzelne Währungskurse gut einschätzen kann. Es geht vielmehr um die Streuung seiner Ersparnisse über verschiedene Währungsräume. Ich kann also mit 10 Aktien, wenn ich zum Beispiel 3 aus den USA kaufe, 2 aus Japan, eine aus Australien, eine aus Brasilien und dann noch von mir aus eine Schweizer Aktie und eine norwegische Firma, dann kann ich relativ leicht einen überschaubaren Betrag von zum Beispiel 10.000 Euro, den ich investiere, in verschiedenen Währungsräumen anlegen. Und das ist eigentlich der Kerngedanke. Ja. Dafür brauche ich gar nicht einschätzen können, wie sich manche Währungen entwickeln werden. Ich möchte es jetzt im Folgenden, nachdem ich ab und zu gefragt werde, aber trotzdem tun. Das ist wie immer nur meine persönliche Meinung, ja. Also es gibt meiner Meinung nach aktuell mehrere Kategorien von Währungen. Es gibt sehr stabile Währungen, die, glaube ich, im Wechselkurs in den nächsten Monaten gegenüber dem Euro noch deutlich zulegen werden. Das ist zum Beispiel die norwegische Krone oder der Schweizer Franken. Die kennzeichnen sich dadurch, dass während der Corona-Ausnahmesituation und während aller Krisen der letzten Jahre die Notenbank nicht in die meiner Meinung nach unseriöse Staatsfinanzierung abgeglitten ist. Also ein herkömmlicher Staat finanziert sich über Steuern und Abgaben. Wenn er damit nicht auskommt, muss er Schulden bei Privaten machen. Ja? Das ist das Kennzeichen historisch gesehen von langlebigen und stabilen Währungen, so wie es früher der Schilling oder die D-Mark in Österreich und in Deutschland waren. Wenn der Staat anfängt, Defizite einfach durch neues Geld, das er druckt, zu finanzieren, und das macht die Europäische Zentralbank jetzt seit der Euro-Krise, seit der Griechenland-Rettung, seit gut 10 Jahren. Das war als Ausnahme geplant, ist aber dann niemals beendet worden und während Corona ist es damit erst so richtig losgegangen. Das wären dann Weichwährungen. Das ist eine Politik, die die italienische Notenbank oder die türkische Notenbank früher gemacht hat, wo man also sieht, dass das dann in Richtung Lira geht, wo man dann irgendwann einmal Geldscheine mit 10.000 Lira braucht, um sich einen Kaffee oder ähnliches zu kaufen. Ja. Also diese Notenbankfinanzierung, das ist, wenn es ein singuläres Argument gibt, das ist natürlich immer etwas differenzierter, aber dann ist genau das der wesentliche Punkt, der Hartwährungen und Weichwährungen voneinander unterscheiden. Und die norwegische Krone und der Schweizer Franken sind in diesem Gedanken Hartwährungen, der Euro ist es jetzt nicht mehr und ich denke, das wird auch noch weitergehen. Wie schaut es mit dem US-Dollar aus? Der US-Dollar hat während der Corona-Situation, also hat die Federal Reserve Bank, die amerikanische Zentralbank, in der Tendenz genau dasselbe gemacht, was die europäische Zentralbank gemacht hat. Sie hat die Staatsfinanzierung über die Notenpresse so richtig angeworfen. Das heißt, das grundlegende Problem, das der Euro hat, warum er jetzt deutlich schwächer wird und alles teurer wird, das hat der US-Dollar auch, aber wenn man sich die Quantitäten anschaut, in vielen bescheideneren Maßstab. Also erst einmal ist zum eigenen Bruttoinlandsprodukt in den USA deutlich weniger Geld gedruckt worden als in der Eurozone. Das kann man über die Bilanzsummen der Notenbanken recht gut sehen. Und der zweite große Unterschied ist, dass der US-Dollar ein Bruttoinlandsprodukt hat, das wesentlich höher ist, also das dahinter steht, als das der USA, weil der US-Dollar ja in vielen anderen Ländern auch als Währung eingesetzt wird. Das heißt, der Währungsraum des US-Dollar ist deutlich größer als die USA selbst, während der Währungsraum des Euros doch eher nur die Eurozone ist. Ja, vielleicht mit ein paar Ländern am Balkan oder so noch erweitert, aber das heißt, es gibt zwei schlagende Argumente, warum die Geldmengenausweitung in den USA im Verhältnis zu der dahinterstehenden Wirtschaftskraft deutlich weniger stark war. Das heißt, der US-Dollar, das ist für mich aktuell einer der spannendsten Fragen, der hat auch Tendenzen zu einer Weichwährung, hat aber auch Tendenzen, eine Hartwährung zu bleiben. Ja, da kämpfen gerade Kräfte miteinander, wo das hingeht. Das ist meiner Meinung nach auch ergebnisoffen. Aber das heißt, im Verhältnis zum Euro sehe ich den US-Dollar auch deutlich stabiler an. Ja. Das britische Pfund
Das hat meiner Meinung nach ganz ähnliche Probleme wie der Euro. Ja. Also das britische Pfund eignet sich, wenn ich über eine Aktienanlage in die Firma Shell oder eine andere britische Firma nachdenke, durchaus als Diversifizierung, weil wenn mehrere Sachen unsicher ist, dann ergibt eine Risikostreuung über mehrere unsichere Anlagen insgesamt eine sicherere Anlage. Weil sich die einzelnen Währungen halt unterschiedlich entwickeln und wenn ich da streue, bin ich insgesamt auf der sicheren Seite. Das heißt, das britische Pfund eignet sich meiner Meinung nach mit einer Aktienanlage durchaus für die Risikodiversifizierung, aber ist an sich nicht stabiler als der Euro. Also ich sehe das britische Pfund, dass die britische Zentralbank, sie hat mit der Zinswende etwas früher begonnen, nämlich schon Ende letzten Jahres und nicht erst jetzt. Da ist also ein gewisser kleiner Vorsprung da, aber für sich genommen sehe ich das Pfund als ähnlich unsichere Währung wie den Euro an. Der japanische Yen, also die zweiten Geisterfahrer, also weltweit gibt es eigentlich, glaube ich, nur zwei große Zentralbanken, die mit der Zinswende so lange zugewartet haben und so zögerlich waren wie die Eurozone und eben der japanische Yen. Firmen aus Japan eignen sich meiner Meinung nach aber trotzdem durchaus zur Risikodiversifizierung, weil Japan einfach eine unglaublich stabile, homogene Gesellschaft ist, wo ein unglaublicher Zusammenhalt da ist. Das heißt, wenn durch die Notenbankpolitik in Japan da Yen deutlich an Wert verliert und alles teurer wird, und das halte ich für Japan durchaus auch für sehr gut möglich, dann wird das einfach nicht zu einem Instabilität des politischen Systems führen, weil Japan eben eine unglaublich geschlossene Gesellschaft hat, die ein sehr enges Wertesystem hat, das ein Großteil der Bevölkerung teilt. Ja. Das heißt, währungspolitisch würde ich den Yen genauso als angeschlagen wie den Euro oder das britische Pfund sehen. Allerdings steht dahinter eine Gesellschaft, die, glaube ich, ungleich stabiler ist. Ja. Also wenn der Lebensstandard in Japan in den nächsten Monaten um 10% sinkt, und das halte ich aufgrund der Währungspolitik für durchaus möglich, ja, dann werde ich in Japan trotzdem keine Gelbwesten-Proteste sehen. Ja. Während in Italien vielleicht ein Absinken des Lebensstandards um 5% schon ausreicht, um das Land unregierbar zu machen. Also da sehe ich einen sehr großen Vorteil, der sich natürlich dann auch wieder in der Währung etwas niederschlägt. So, das war ein kurzer Exkurs in die verschiedenen Währungen. Ich werde in Kürze, also gleich im Anschluss, eigentlich ein weiteres Video aufnehmen, wo ich dann auch sehr stark auf Aktien aus verschiedenen Währungszonen eingehe und mal Gedanken darüber mache, wie ich die als Inflationsschutz ganz gut einschätzen kann. Aber noch einmal, der Kerngedanke von mir ist, ich habe zwar natürlich meine Ansicht, wie sich einzelne Währungen in den nächsten Monaten weiterentwickeln werden, aber wenn ich sehr breit diversifiziere, dann brauche ich gar nicht richtig einschätzen können, wie sich einzelne Währungspaare entwickeln, sondern ich bin insgesamt einfach durch die breite Streuung auf der sicheren Seite. Ja. Und gerade als jemand, der in der Eurozone lebt, der in der Eurozone arbeitet, der einen Großteil seines Einkommens in Euro hat, ja, ist die Aktienanlage in Firmen außerhalb der Eurozone einfach eine sehr leicht praktikable Möglichkeit, um zumindest einen kleinen Teil seiner Ersparnisse oder seiner Einkünfte außerhalb der Eurozone zu erzielen. So, ich hoffe, das war für den einen oder anderen interessant und wünsche euch noch einen schönen Tag.